Man kann da nicht einfach so richtig ausrasten mit dem Teil. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder seit langer Zeit ein Restpostenpaket. Und zwar habe ich dieses Restpostenpaket bei Amazon bestellt. Hat 20 Euro gekostet. Das ist ein Spielwaren-Restpostenpaket und da sollen mindestens 10 Artikel drin sein. Mal schauen, wie viele drin sein werden. Ich hoffe, ein paar mehr. Ich habe es schon aufgemacht, ganz kurz reingeschaut, aber noch nichts rausgeholt. Wir werden es auf jeden Fall gleich auspacken. Aber bevor wir das tun, würde ich mal sagen, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr noch mehr Restpostenpaket-Videos sehen wollt. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Hier gibt es momentan täglich Videos. Und jetzt gehen auch liebe Grüße raus und zwar an Calvin Crafted, Yuki Foxsoul und Crazy Toad. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und ansonsten würde ich mal sagen, wechseln wir die Position, packen das Teil aus. Link dazu ist in der Beschreibung, falls es euch interessiert. Legen wir los. Im letzten Restpostenpaket war ja wirklich sehr viel Mist drin, fast nur Müll und das war auch ein bisschen teurer. Dieses hier war etwas günstiger, wie gesagt nur 20 Euro. Und als allererstes haben wir hier auf jeden Fall ein Minion-Kissen drin. Diese Seite fühlt sich ziemlich unangenehm an, ich mag dieses Polyester hier nicht. Aber die Rückseite, die ist wirklich sehr angenehm, ich weiß gar nicht, ist fast so wie Samt. Die gefällt mir wirklich sehr, aber die Vorderseite leider nicht. Aber ich werde das meinen Katzen geben, die können da ein bisschen drauf schmusen. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee, oder? Also das Erste, was da rauskommt, ist auf jeden Fall ein Kissen. Finde ich okay. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aber dieses Kissen ist schon besser als der gesamte Inhalt von dem 36-Euro-Paket vom letzten Restpostenvideo, ne? Okay, machen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter hier rein. Hier ist auf jeden Fall ein Fidget Spinner drin. Und der soll sogar im Dunkeln leuchten. Fidget Spinner waren ja eine Zeit lang voll in. Der Hype, der ist aber ganz schnell vorbeigegangen, also der Hype war wirklich nur kurz, aber die waren so heftig im Trend und wir schauen mal, ob sich das Ding auch wirklich gut dreht. Und jawohl, der geht auf jeden Fall gut ab. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal kurz das Licht aus und schauen auch mal, ob der im Dunkeln leuchtet. Oh jawohl, Licht ist aus, der leuchtet im Dunkeln. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn man den dreht. Ja, geht, ne? Also jetzt nicht so besonders, da hätte man auf jeden Fall noch mehr rausholen können, aber er leuchtet wenigstens im Dunkeln. Das ist schon mal nicht schlecht. Was auf der Verpackung hält, das spricht der Fidget Spinner auf jeden Fall. Interessant. Vielleicht werde ich den nochmal in irgendeinem Experiment verwenden. Okay, schauen wir mal, was wir hier noch so drin haben. Wörterzüge. Ich glaube, das soll ein Spiel sein. Ein akustisches Domino-Kartenspiel. Okay, ich würde mal sagen, das holen wir hier mal kurz raus. Ist ab 5 Jahren geeignet. Und für 1 bis 6 Spieler, das bedeutet, man kann sogar alleine spielen. Okay, das schauen wir uns mal kurz an. Holen wir das hier raus. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Und wir haben hier auf jeden Fall einfach nur Karten, die verpackt sind. Okay, also es ist ein ganz normales Bilder-Domino. Sowas hatte ich, glaube ich, sogar mal als kleines Kind. Also nichts Besonderes. Hier haben wir auf jeden Fall eine Gurke drauf. Was das hier darstellen soll, echt keine Ahnung. Ich denke mal, das soll ein Ofen sein. Aber ansonsten sind hier viele schöne Bilder mit dabei. Also so ein kleines Domino-Spiel. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber ich würde mal sagen, auch nicht so gut. Die Ausbeute bisher ist 3 Teile. War okay, ne? Schauen wir mal, was noch so da drin ist. Und wir haben hier ein paar Medaillen. Ich hatte schon mal ein Spielzeug-Restpostpaket ausgepackt. Da waren auch solche Medaillen dabei. 3 Medaillen sind das. Das hier ist auf jeden Fall feinstes Plastik. Aber ich glaube, die werde ich auch für irgendein Experiment benutzen. Schauen wir mal, was noch so da drin ist. Wir haben hier eine kleine Tüte. Was ist das denn? Ich habe echt absolut keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir haben hier eine Anleitung dabei. Holen wir die mal raus und zwar steht das auch auf Deutsch da. Schmetterling Bastelset. Ah, suche dir einen Schmetterlingskörper und ein Flügelpaar aus. Falte die Flügel, bla 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 bla. Also man kann das falten und dann aufhängen, wie es aussieht. Das finde ich ja ziemlich interessant, so ein kleines Bastelset. Ich denke mal, das ist für Kinder wirklich sehr interessant. Leider steht hier kein Alter dabei, oder habe ich das überlesen? Nee, Alter steht hier wirklich nicht dabei. 0 bis 3, nein, also denke ich mal ab 4 Jahren.
nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Das finde ich wirklich gar nicht mal so schlecht, so ein kleines Bastelset hier. Also damit kann man, denke ich mal, ein Kind schon mal beschäftigen. Also dieses Restpostpaket hat sich bisher für nur 20 Euro viel, 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 viel mehr gelohnt als das Restpostpaket für 36 Euro. Also hier bin ich echt begeistert. Als nächstes haben wir hier sowas drin. Und zwar steht hier Sand Art drauf. Also hat das hier irgendwas mit Sand zu tun oder was? Ja, das hat etwas mit Sand zu tun. Das kenne ich gar nicht. Aber ich glaube, ich habe verstanden, was das ist. Und zwar hat man hier so ein Teil. Einfach so eine Vorlage. Die lege ich mal ganz kurz hier ab. Und dann hat man auf jeden Fall noch Sand. Und den Sand kann man da drauf streuen. Und ich glaube, der Sand, der klebt auch. Auf jeden Fall soll man das hier drauf streuen. Ah, der Sand, der klebt doch nicht. Sondern man kann das hier so abziehen. Und dann hat man so eine Klebefläche. Und dann kann man das da drauf kippen. Und dann sieht das, glaube ich, sogar ziemlich cool aus. Hat man so ein kleines Sandkunstwerk selbst gemacht. Weil man muss den Sand ja einfach nur so da drüber streuen über die Klebefläche. Den Rest wegmachen. Und dann ist das Bild fertig. Also auch wirklich ziemlich einfach. Auch eher so ein Bastelding. Aber finde ich ziemlich interessant und freut mich auf jeden Fall. Das ist kein totaler Schrott, das ist kein totaler Müll. Das kann man echt mit Kindern mal machen. Kinder haben da, denke ich mal, Spaß dran. Wir gucken mal, was sich hier noch so da drin befindet. Wir haben hier auf jeden Fall ein Fußball-Notizbuch und Kugelschreiber. Oh, einen Fußball-Kugelschreiber und ein Notizbuch. Ein Notizbuch kann man, wie ich finde, immer gebrauchen. Das ist hier liniert. Einfach ganz normal ein paar Seiten, ein Notizbuch und dazu der passende Fußballkugelschreiber. Oh, der ist gar nicht mal so schlecht. Kugelschreiber kann ich wirklich immer gebrauchen, die gehen immer so schnell kaputt. Hier einfach so ein Fußball da oben drauf. Echt nicht schlecht. Also, das ist auch ziemlich praktisch. Finde ich wirklich nicht schlecht. So, als nächstes haben wir hier drin einen dicken Bleistift. Oh, das ist ein Diddle-Bleistift. Als ich so 6 Jahre alt war, war Diddle übelst in, war voll im Hype, voll im Trend, voll viele haben so Diddle-Sachen gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie es heutzutage damit aussieht. Vielleicht kann mir das jemand von euch in die Kommentare schreiben. Aber da wurden sogar solche Papierblätter von Diddle gesammelt. Jeder hatte ein Diddle-Mäppchen, irgendwelche Stifte davon und was weiß ich noch. Das hier ist auf jeden Fall ein ganz alter Diddle-Bleistift. Hier so dreieckig. Den muss man auf jeden Fall noch anspitzen. Oh, das erinnert mich so an meine alte Kindheit. Was haben wir hier? Ein Controller. Ein Anti-Stress-Controller auf jeden Fall. Okay, holen wir den mal raus und schauen mal, was der so kann. Der kann auf jeden Fall nicht so viel. Auf jeden Fall, wenn man irgendwie Stress hat oder so, wenn man schlecht gelaunt ist, kann man hier mit dem zocken, kann man so richtig ausrasten. Der hat hier ein paar Tasten, hier hat er so einen Joystick, hier kann man auch mal so dran ziehen und ansonsten kann man hier noch drücken, da noch drücken und man kann dann hier einfach so richtig ausrasten mit dem Teil. Aber das brauche ich nicht. Ich bin eine entspannte Person. Ich raste hier doch nicht aus. Ich glaube, der wird auch in irgendeinem Experimentenvideo eine Verwendung finden. Ja, ein Anti-Stress-Controller. Also diese Anti-Stress-Controller, die habe ich noch nie so verstanden. Also entspannt finde ich das jetzt hier nicht. Da finde ich es viel entspannter, den Fidget Spinner drehen zu lassen oder irgendwie auf Schleim rumzukneten. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das entspannt findet, so ein Ding hier zu betätigen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt oder ob das einfach nur so, auch nur so ein Trend war oder sowas. Echt keine Ahnung. Hier haben wir als nächstes, ich wollte gerade sagen, ist Playmobil, aber ist kein Playmobil. Keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall ein Bettchen. Hey, da ist ja gar kein Hase dabei, wie auf dem Bild. Da ist wirklich kein Hase dabei. Das ist einfach nur das Bett ohne Hase. Ich habe mich voll auf diesen Hasen gefreut, den ich dann ins Bett legen kann, aber da ist einfach gar kein Hase dabei. Das ist echt schade, dass da kein Hase dabei ist, nur so ein Bett. Aber da kann man irgendwas anderes reinlegen. Ich denke mal, das werde ich auch für irgendwelche Experimente mal benutzen. Aber cool, so ein Spielzeugbett. Also falls man eine Puppe hat oder so, kann man die da reintun. Aber ich habe leider keine Puppe. So, eine Sache haben wir hier noch in dem Restpostenpaket übrig. Und zwar ist es dieses Teil hier. Spielesammlung mit 30 Spielvarianten.
Wenn ich ehrlich bin, finde ich das echt ziemlich cool. Da sind wirklich sehr viele Spiele dabei. Ich denke mal, da ist auch sowas wie Mensch, ärgere dich nicht und so weiter und so fort dabei. Leider steht hier nicht drauf, was alles dabei ist, aber es sind sehr viele Gesellschaftsspiele. Zwei Würfel, 16 Spielbausteine, Damensteine. Also das finde ich echt cool, dass da so viele Spiele in einem Paket mit drin sind. Also da kann man sich auf jeden Fall beschäftigen. Und wenn man mal ein paar Freunde eingeladen hat, nichts zu tun hat, packt man das Ding einfach aus und dann spielt man halt ein paar Gesellschaftsspiele, ne? Okay, also ich würde mal sagen, das Paket ist leer. Wir kommen zum Abschlussfazit. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen es hier insgesamt waren. Vielleicht hat der eine oder andere von euch mitgezählt, aber es sind definitiv über 10. Ja, es sind über 10. 20 Euro für das Paket. Ich finde, das sage ich wirklich sehr, sehr, sehr selten bei Restpostenpaketen. Aber ich finde, dieses Paket war wirklich 20 Euro wert. Also hier waren wirklich spannende oder interessante Sachen dabei. Das hier, was ich zum Schluss rausgeholt habe, hat mir am meisten gefallen. Also das würde ich sogar privat selbst verwenden. Ansonsten, das finde ich auch ziemlich interessant zum Basteln. Oder hier für Kinder, dieses Sandmal-Ding da auch zum Basteln, finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Und ansonsten ein paar Sachen, die ich für Experimente womöglich verwenden kann. Also dieses Paket, 20 Euro, hat sich doch gelohnt, würde ich mal sagen. Gerne könnt ihr mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Falls ihr noch keinen Daumen hoch da gelassen habt, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen, wenn ihr noch mehr Restpostenpakete sehen wollt. Und ansonsten würde ich mal sagen, das war's mit dem heutigen Restpostenpaket-Unboxing. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt. Ciao.